Hallo, Lichtgeschwindigkeit, heute Sonntag, 7. April 2013. Ein Thema, was hier kocht mit zwei witzigen Zusammenhängen. Und hier wird gesagt, surreal. Sur ist französisch, heißt über. Und real, also die Wirklichkeit, überwirklich. Das ist das, was wir mit einem philosophischen Begriff auch benennen, mit Physik, also das Gegenständliche, und Metaphysik, das Übergegenständliche, also die Gedanken. Surreal ist also etwas, was mit Gedanken und Fantasie zu tun hat. Und hier ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern, in den Finanzmärkten, ein Artikel hier mit wenig Licht. Deutsche halten Ersparnisse für unsicher. Und ich möchte nur auf eins hinweisen. Wir hören jetzt von diesen Mietpreissteigerungen. Wohnungen werden unbezahlbar und so weiter. Liebe Freunde, die Wohnungen werden nicht weniger, die Menschen sind nicht mehr geworden, sondern es ist Inflation. Das heißt, diese Wohnungseigentümer werden auch nicht reicher, sondern alleine die Kosten, die da sind, fressen diese hohen Anteile des Verdienstes, beziehungsweise umgekehrt, das, was wir heute verdienen, ist heute weniger wert als gestern und noch weniger wert als vor einem Jahr. Insofern steigen nicht die Preise der Wohnungen, sondern unser Geld bleibt sozusagen numerisch erhalten, aber es wird entwertet. Das ist die Inflation. Also hier heißt es jetzt, Deutsche halten Ersparnisse für unsicher. DPA-Meldung. Nur weniger als ein Drittel der Deutschen hält das Sparbuch noch für eine sichere Geldanlage. Die Diskussion um das Heranziehen privater Spareinlagen zur Rekapitalisierung der Banken auf Zypern hat damit auch in Deutschland seine Spuren hinterlassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte eigens ihre Zusicherungen bekräftigen lassen, in Deutschland seien die Spareinlagen sicher. Die Wohnungspreise haben nichts mit Zypern zu tun, sondern mit unseren Schulden, mit unserer Luftgeldpumperei, mit unserer Inflation. Ja? Also hier brauchen wir nicht mit Zypern und Frau Merkel. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Handelsblatts schenkten jedoch 59% der Befragten Frau Merkels Versprechen keinen Glauben. Vor allem unter den 18 bis 29 Jahre alten Befragten sei die Verunsicherung groß. Von ihnen vertrauten 65% dem Wort der Kanzlerin nicht. Mehr noch als Politiker haben die Umfrage zufolge Banken das Vertrauen der Sparer. So, ich lese das nicht weiter vor, das kann sich jeder aus dem Internet holen. Ich will dazu nur sagen, auch diese Angaben wiederum basieren auf banalen Befragungen und nicht auf Sozialforschung. Mit anderen Worten, was die Leute sagen, ist in erster Linie immer das, was die Antwortenden, also was die Befragten, die Antworten, glauben, dass der Frager hören will. Also welche Antwort ist die bequemste, die gebe ich. Insofern sind diese Angaben keine empirischen Tatsachen. Die Leute haben das Vertrauen verloren. Jetzt kommt ein etwas intelligenterer, nämlich surrealer Beitrag hier, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 2. Da heißt es, es ist eine neue Rubrik, die sie seit einiger Zeit haben, heißt es hier Fraktur, surreal. Und dann haben sie auch Salvador Dali abgebildet hier, der natürlich damit in Wirklichkeit gar nichts zu tun hat. Fraktur, surreal. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat zuletzt in dieser Zeitung mehr Aufklärung im Sinne Immanuel Kants verlangt. Was das wieder bedeuten soll, ja? Also was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, wie ist der Mensch? Das ist die Aufklärungskonzeption von Kant. Und selbstverschuldete Dummheit wird zugerechnet, hingegen unverschuldete Dummheit, ja. Also hier geht es ja immer um die mehr oder weniger vorhandene Blödheit der Menschen in der großen gesellschaftlichen Erscheinung. Die ist nicht mit dem Stichwort Aufklärung durch Sigmar Gabriel schon gar nicht irgendwie zu berühren. Um Gottes Willen kann man da nur sagen, es reicht doch schon, dass die Dinge sind, wie sie sind. Dessen muss man sich nicht auch noch bewusst werden. Also das ist jetzt eine Verhohlepiepelung des Begriffs Aufklärung und Immanuel Kant. Ja? Also, es reicht doch schon, dass die Dinge sind, wie sie sind, dessen muss man sich doch nicht auch noch bewusst werden. Das Gebot der Stunde ist deshalb auch nicht mehr, sondern weniger Aufklärung. Nicht die totale Bewusstseinsmobilisierung, sondern die Auflösung des Bewusstseins, wie sie vor knapp 100 Jahren die Surrealisten gepredigt haben. Womit wir in Italien wären. Dort hat Staatspräsident Napolitano
unter der Woche mitgeteilt, er beende seine Amtszeit auf surreale Art. Nun hält es heutzutage schon jeder Kiffer für surreal, wenn er seinen Bong statt wie üblich hinter dem Seziertisch zufällig unter der Nähmaschine oder auf dem Regenschirm vorfindet. Napolitanos Begriffsgebrauch geht da schon eher in die richtige Richtung, wenn er von absurden und unverständlichen Verdächtigungen und Gedankenspielen in seinem Land spricht, zwischen dem Genialen und dem Verrückten, wird hier zitiert, ja, Anführungszeichen. Dieser italienische Weg, der in der kompletten Besinnungslosigkeit endet, dort, wo laut dem Surrealismusbegründer André Breton das Reale und das Imaginäre, das Leben und der Tod, sowie die FDP und der Mindestlohn nicht mehr länger als Gegensätze wahrgenommen werden, dieser Weg muss auch von der Physikerin Angela Merkel eingeschlagen werden. Denn nur in einer Welt, in der es keine Logik gibt, gibt es keine Widersprüche. Und nur dort, wo die Wahrheit ein Mythos ist, wird nie gelogen. Bestes Beispiel, die Spareinlagen sind sicher. Dazu hat die mexikanische Malerin Frida Kahlo einmal en passant was Interessantes gesagt, also sozusagen im Vorbeigehen, nebenbei. Was Interessantes gesagt, Frida Kahlo, als sie den Surrealismus definierte. Dieser sei, Zitat, die magische Überraschung, wenn man im Kleiderschrank einen Löwen findet, wo man doch wusste, dass dort nur Hemden liegen können. So ähnlich könnte es uns bald beim Blick auf unsere Kontoauszüge gehen. Ja, so viel zu der Frage, das Geld ist sicher. Das ist schon theoretisch falsch, denn niemand kann das wissen. Also wer es behauptet, gibt dort ein Urteil ab, das er eigentlich nicht hat. Und darüber kann man sich Gedanken machen. Ich hoffe, ich habe heute hier dem Frühling farblich ein bisschen was geboten. Und also danke für den Aufruf.